So Leute, willkommen zurück zum großen Finale Pokémon Heart Gold Nuzlocke Challenge. Oh yeah. Wie angekündigt, habe ich noch ein bisschen trainiert, um Red quasi entgegentreten zu können. Hier ein letzter Blick auf unser Team. Alle Level 80, wie angekündigt. Wir haben es wie folgt gelöst. Wir, sag ich schon, ich. Seegesang für Isaac. Mit den Attacken Flammenwurf, Erdbeben, Dunkelklaue und Kraxler. Ich glaube, er hat den Kraxler bekommen, weil ich den Zertrümmerrand unbedingt brauche und ich Yu für etwas anderes haben wollte. Und da seht ihr schon was. Yu mit Donner, Ampelleuchte, Juwelenkraft und Regentanz mit dem Expertengurt. Ja, warum fragt ihr euch jetzt eventuell? Ich weiß, dass es hier hagelt und ich möchte eigentlich mit dem Regentanz den Hagel so schnell wie möglich außer Gefecht räumen, damit er mit seinem Blizzard nicht immer trifft und ich nicht anderen Schaden kriege. Er kriegt zwar auch Schaden, außer mit Lapras, aber trotzdem, ich möchte lieber, dass es nicht hagelt. Deswegen möchte ich das natürlich möglichst schnell versuchen. So, da hätten wir ja Celi, auch Level 80 mit dem Giftschleim. Matschbombe, Spukball, Fokusstoß und Hypnose. Hat den Fokusstoß bekommen für den Traumfresser. Traumfresser werde ich eh nicht brauchen und Fokusstoß kann definitiv nicht verkehrt sein. Hier haben wir Jesse mit Surfer, Psychokinese, Blizzard und Feuersturm. Altbekanntes Set, das hatten wir quasi fast alles durchgehend so auch im LP, also im LP, vorher halt mit Wahlglas auch. Oprah mit Eisschrei, Fokusstoß auch neu, Lichtschild und Reflektor und den Lichtlehm. Falls ich dazu komme zu supporten, kann nicht verkehrt sein. Und zu guter Letzt haben wir noch Les mit der Flinklaue, Hydropumpe, Donnerblitz, Ampelleuchte und Kaskade. Ich glaube, Kaskade brauchte ich auch auf den Wiki hin, falls nicht, dann habe ich es jetzt umsonst drin, aber da war ich nicht sicher, ob ich die Flinkklaue oder den Walschall nehme. Ich möchte aber lieber flexibel bleiben, deswegen habe ich doch die Flinkklaue genommen. Ja, unser Team. Und ich würde sagen, wir sind bereit, um gegen Red anzutreten. So, und Isaac. Isaac sitzt ganz still da und starrt nach unten. So, und da ist sowieso die letzte Folge. Und wir machen einfach in diesem Part quasi auf jeden Fall den Kampf gegen Red. Würde ich wenigstens nochmal kurz mehr anhören, was unsere Freunde dazu zu sagen haben. Celi knurrt laut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle einfach nur extrem angespannt. Kein Wunder. Oprah fühlt sich in der beißenden Kälte wie zu Hause. Okay, fast alle sind angespannt. Bis auf Oprah. Ich überlege gerade, ich könnte mit Isaac anfangen und das Pikachu mit Erdbeben schnell besiegen. Oder mit Yu, um direkt den Hagel zu eliminieren. Lässt jetzt ganz still da und start nach unten. Also auch wie Isaac. Fehlt noch Jesse. Und Yu. Jesse scheint vor irgendetwas Angst zu haben. Ach Mann, ich kann euch doch so verstehen. Und Yu, zu guter Letzt. Last but not least. Yu spürt irgendetwas Ungewöhnliches. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Okay. Ich glaube aber, es ist gegen das Pikachu tatsächlich noch am einfachsten, den Regen rauszuholen. Kann Yu das Pikachu denn auch gut besiegen? Ja. Denke ich, mach das aber. Okay. You are you ready? Ja, im wahrsten Sinne. Red. Ach genau, eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Das wollte ich mir nämlich. Das war nämlich dieser letzte Moment, bei dem ich meinte, da würde ich gerne den Gameboy Player aktivieren. Ja, aber ganz hinten stimmt. So, Gameboy wurde eingeschaltet. Yay! Und let's go. So, nachdem er es nochmal ordentlich gepunktet hat, geht es auf in unseren letzten Kampf gegen Red. Okay, und wir versuchen es, wie eben gesagt. Nee, den Hagel kannst du mal schön da lassen, wo der Pfeffer wächst. Ich hole mir den Regen. Bolt Tackle. Da legt aber gleich jemand richtig los. Wird auch noch verdammt wehtun, das ist das Schlimme daran. Paralysiere dich mal selbst. Nö. Nee. Okay. Warum auch? So. Ich denke, ein Donner sollte jetzt auf jeden Fall trotzdem wehtun. Ich kann ja leider nicht sicher rauswechseln, nicht in den Volt-Tackle.
Das haut zwar ganz schön rein, das Ding, aber Pikachu ist ehrlich gesagt trotzdem noch so das, wovon ich am wenigsten Angst habe. Wenn ich bedenke, was da noch so in dem Team rumlungert. Bäm, Donner! Och, come on. Ernsthaft? Das heißt, ich muss jetzt schon meinen Trank benutzen, das ist aber unpraktisch. Weil lass mich was nachschauen. Verteidigung 180. Nur noch 32, süß. Gut, hier ist es vor allem nicht so effektiv. Nope. Okay, Trank. Top Trank. Das war leider früher als erwartet. Aber immerhin ist der Hagel weg. Und damit seine unendlichen Blizzard-Möglichkeiten. Das ist mir ehrlich gesagt ganz recht. Oh nein, stimmt, das hat er auch noch. Wieso habe ich da gerade nicht dran gedacht? Ah, zu lang her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Okay, Donner! Und das ganze Spiel nochmal von vorne. Ich hoffe einfach nur, der Regen hält lang genug an, dass ich nochmal mit Donner draufknüppeln kann. Müsste aber auf jeden Fall hiernach noch eine Runde halten. Sei mal paralysiert oder so, du berührst mich die ganze Zeit, Mann. Ja, genau. Geht doch. Und Wander. So, wie gesagt, das hat ja... Wir haben eben gesehen, das hat ja schon mal gar nicht so wenig Schaden gemacht. Ja. Ach, ein Critical. Da ist er. Schön. Okay, leider ist der Trank trotzdem weg. Aber immerhin ist schon mal, ja... Die geringste Gefahr beseitigt, sage ich mal. Turtok. Man möchte jetzt natürlich meinen, was? Turtok gegen Ampharos? Ist der doof? Das Problem ist, Turtok ist zwar auch nicht gerade schnell, aber Ampharos ist noch langsamer. Und der ist auch noch ein paar Level höher als ich. Und jetzt eine Wasserattacke tut natürlich sehr, 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 sehr weh. Wenn eine Wasserattacke kommt. Aber das würde ich mal stark vermuten. Warum sollte er das sonst getan haben? Versuche ich es mal mit Less. Los, Less! Blizzard, okay. Und abgewehrt sogar. Das ist natürlich... Ah, da hätte ich natürlich nochmal angreifen können mit Donner. Aber gut, woher hätte ich das ahnen sollen, ne? Woher hätte ich das ahnen sollen? Da triggert die Flinkklaue und haut dir nochmal einen Donnerblitz rein. Er bleibt auf jeden Fall. Über die Hälfte, über die Hälfte, über die Hälfte. Ja, wollte mal sagen, war das schon wieder ein Critical? Nee, es hat einfach nur viel Schaden gemacht. Autsch, das wird wahrscheinlich aber auch wehtun. Wobei, na geht so. Es ist immer noch Less. Extremer Bulk. Ja, das war trotzdem ziemlich viel. Und ja, wie zu erwarten, war er tatsächlich schneller. Und der zweite Fokusstoß. Brauche ich aber nicht unbedingt hier. Ich brauche auf jeden Fall noch eine der Wasser-Pokémon fit für Glurak. Und Thunderbolt. Auf jeden Fall Turtok ist damit auch weg vom Fenster. Das ist ja schon mal nicht allzu verkehrt. Was hat denn noch? Glurak, Bisaflor, Psyana, Relaxo, Lapras. Das war irgendwie eins zu viel. Relaxo, Psyana, Lapras. Eins davon hat er nicht. Ist die Frage, was davon? So, Bisaflor, da werde ich auf jeden Fall... Beziehungsweise werde ich das? Hm. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich werde zu Celi wechseln. Ich könnte es auch zu Isaac wechseln, weil ich denke jetzt mal ganz stark, dass irgendeine Pflanzenattacke kommt. Die steckt Isaac natürlich weg und dann kann ich mit Flammenwurf voll draufzimmern. Beziehungsweise, oder mache ich das doch? Hm. Wobei doch, ich glaube. Ja, ich muss sparen. Ich habe keine Tränke mehr. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Das darf ich nicht einfach gerade mal außer Acht lassen, diesen Fakt. Okay, Isaac, dann fangen wir die hoffentlich Pflanzenattacke ab. Und zwar Pflanzenattacke, die nicht Schlafbruder ist. Okay, Giga sauber. Das ist in Ordnung. Das ist definitiv in Ordnung. Lapras, Relaxo, Psyana. Ich weiß gar nicht, was mir davon am liebsten wäre. Lapras, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt nicht so die jetzt spontan, nach spontaner Überlegung nicht so die Angst vor.
Relaxo ist die anderen Seite schon übel. Relaxo einfach, weil ich es kaum verletzen kann. Wir sind mit einem Fokusstoß. Und die beiden sind leider sehr fragil, die den können. Oh. Schön. Critical Hit. Na gut, warum nicht? It's super effective. War, denke ich, sogar nötig, der Crit. So. Der Sägesang füllt mich auf. Lapras. Ich weiß, ich bin gerade nicht allzu... ich bin einfach gerade zu angespannt. Viel zu angespannt. Okay, Lapras. Das heißt, Psyana oder Relaxo. Da wäre mir Psyana fast schon lieber. Auch wenn Psyana sehr schnell ist und stark, aber Relaxo einfach... Ich will hier nichts haben, was mich so wallt. Und das tut Relaxo, definitiv. Da muss ich doch mal was nachschauen. 180. Ich denke mal ganz klar lässt, ne? Ja. Klingt gut jetzt so spontan in meinen Ohren. Lake. Ja, das ist noch besser. 20? Critical, critical! Nein, kein critical? Oh, dann habe ich Lapras einfach hart unterschätzt. Oh, das ist aber uncool. Das war echt viel. Fand ich jetzt persönlich. Ich denke aber, Les hält noch was aus. Oder? Wie viel, scheiße, wie viel hatte sie denn gerade eben? 140? Ich möchte ungern Jesse reinwechseln, weil ich möchte Jesse noch bei vollem KP haben, wenn Glura kommt. Aus guten Gründen. Okay, Les. Das mag wahnwitzig erscheinen, aber ich vertraue darauf, dass du jetzt noch einen Schlag aushältst. Body Slam. Den solltest du sogar besser wegstecken, hoffe ich. Natürlich nicht. I'm so sorry, Les. Was hätte ich denn tun sollen? Oh Gott, das war stark. 32. Auf jeden Fall, good job. Also nicht du, Lapras, sondern Les. Fokus Miss. Das ist tatsächlich gerade, was ich im Kopf habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das probiere ich auch. Oprah! Blizzard, ja. Gut, der ist mir relativ egal. Ich greife auch direkt an. Alles klar. Ich wollte hab nur kurz überlegt, ob ich vielleicht noch vorher ein Schild rausholen soll, aber... Denke mal, der Fokussturz wird brutal Schaden verursachen. Oh, das war leider nicht so brutal, wie ich es mir gewünscht hätte. Alter Schwede. Ja, jetzt die Frage. Ich könnte jetzt einen Reflektor rausholen. Quasi so für den Fall der Fälle. Oder nochmal den Fokusstoff versuchen und dann auf jeden Fall. Die Sache ist, ich weiß nicht, wenn er jetzt nochmal Body Slam macht, das wäre mir schon fast am liebsten, ehrlich gesagt. Dann weiß ich nämlich überhaupt, dann würde ich nämlich, ich glaube, eine Wasserattacke könnte Oprah überleben, wenn es nicht allzu brutal ist. Blizzard sowieso. Die andere Attacke weiß ich nicht, was sein. Und überlegen muss halt im allerschlimmsten Fall, wenn ich jetzt Fokusstoß mache und dann verfehle. Dann greift er nochmal an und dann war es das wieder für Oprah. Wenn ich jetzt aber Reflektor raushole und den Body Slam wegstecke, außer er crittet mich, damit kann ich ja leider, das kann ich jetzt schlecht einplanen. Ich könnte es aber, also im Sinne von, naja, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich mache das auch. Den Reflektor. Dann habe ich auf jeden Fall noch was, um die anderen zu supporten. Okay, gut, 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 gut. Oh! Oh nein! Das hat 41 jetzt abgezogen.
Och, come on, ernsthaft? Ich könnte... Du machst doch bestimmt nochmal den Body Slam, oder? Ja, natürlich machst du jetzt Lake, ja. Hätte ich eigentlich mit rechnen müssen. Dead Damage. Ach, gut. Sollte aber reichen. Nehme ich mal ganz stark an. Celi, unser Special-Angriffsmonster. Jawohl. So, bleiben noch Psyana oder Relaxo und Glurak. Richtig? Ach, Mann. Wieso habe ich so ein schlechtes Gefühl gerade? Kann mir das bitte jemand verraten? Relaxo. Boom. Dieser plumpe Ruf, den er auch noch hat. Tendiere zur Hypnose. Jawohl. So. Eine Runde pennt er safe, das ist ja klar. Wenn ich mir nochmal. Ich hab. Weiß nicht. Gut, Relaxo trifft nicht mit deinen Normalattacken. Das ist natürlich schon mal ein gutes Ding. Die Sache ist aber, Relaxo ist als Normal-Pokémon so flexibel, das könnte alles Mögliche beherrschen. Ich möchte auf jeden Fall keinen Attacker von einem Relaxo abkriegen. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Sache. Ey, ey, ey. Und da ist er natürlich wieder wach. Und was ein Spukball! Ach du Scheiße. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Celi. Wenn der Fokusstoß jetzt trifft, könnte er reichen. Er könnte aber auch nicht reichen. Das ist nämlich... Der KP-Balken stoppt ihn nämlich genau an so einem beschissenen Bereich, wo er nicht stoppen sollte. Definitiv. Oh, verdammt. Oh, Hypnose oder Fokusstoß sind beides so unglaublich unsicher gerade. In diesem Moment, wo es so wichtig wäre zu treffen. Ich versuche es. Tut mir leid, Celi. Was? Oh Gott! Ja! Dann überlebt ihr das Eiskalt mit 6 KP. Boah. Oh, so intense. Wollen wir es nochmal versuchen, Celi? Mit dem Fokusstoß jetzt und so. Come on, Celi. Celi! Bitte reich aus, komm schon, ich kreuz die Finger für dich. Oh, wie langsam diese KP sinken. Das reicht nicht. Der kurze Moment der Hoffnung, der aufblüht, erstickt im Keim. Tut mir leid, Celi. Hit Jesse. It's up to you. Ich hoffe so sehr, dass er bitte nicht noch einen Trank hat. Oh, natürlich hat er noch einen Trank, aber seine Spezialverteidigung ist gesenkt. Mit ihrer letzten Kraft wollte Celi uns das noch mitgeben. Diese gesenkte Verteidigung vor diesem verdammten Relax. Boah, diese Bestie, es ist unglaublich bulky. Ich hab's schon tausendmal gesagt, ich weiß. Ich werde auch nicht müde, es nochmal zu sagen.
Galaxo ist so gut, vor allem in der speziellen Verteidigung. Unter den KP, ne? Möchte man natürlich nicht unterschlagen, aber... Das war so viel, Jesse, Wahnsinn. Dank Celis Hilfe, muss man sagen. Das hätte sonst nämlich nicht gereicht. Und wenn ich jetzt noch schneller bin... Das ist, Jesse ist schneller, Mann? Glaube ich, ja gut, das ist Relaxo, ich will nichts sagen, ne? Aber... Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Und Glorak. Ja. Holen wir es uns, Leute. Holen wir uns den Sieg. Für Les, für Celi und für alle anderen, die auf dem Weg bis hierher verloren haben. Max, Vanny, Mifi und natürlich auch Erika. Und du schreckst zurück. Warum? Scheiße, jetzt macht's doch nicht mal so spannend. Okay, für alle, die ich gerade genannt habe. Für alle unsere gefallenen Kameraden. Jesse! Surf, wie du noch nie zuvor gesurft bist! We did it. We goddamn did it. Wir haben es geschafft, Leute. Zu einem sehr, sehr, sehr hohen Preis. Großes Dankeschön natürlich nochmal an Les und Celi, die wirklich guten Job gemacht haben, wichtige Arbeit geleistet haben hier in diesem letzten Kampf. Oh, ich muss mich zurücklehnen, Leute. Das Projekt war so stressig. Wir haben es geschafft. Sechs Opfer. Mifi. Benny. Max. Erika. Les. Und Celi. Doch alle, sie haben dazu beigetragen, dass wir überhaupt jetzt erstmal hier, dass wir überhaupt hierher gekommen sind. Also. Oh. Und natürlich auch genauso großer Danke. Natürlich auch den. Die es bis zum Ende geschafft haben. Isaac, Hugh, Jesse. Sorry, mein Kopf funktioniert gerade nur so halb. Und Oprah. Und da sind Fahnenvieh. Warum sind da Fahnenvieh? Okay, Leute, aber ich würde mal sagen, es wird jetzt Zeit fürs Resümee. Pokémon hat Gold. Wie gesagt, ich hatte es nie zuvor gespielt. Das war das erste Mal. Ich hatte zwar Gold gespielt, sondern auch Kristall. Eine sehr schöne Edition, mir gefällt wirklich dieses unglaubliche Post-Gaming, was man hier hatte. Man hat ja nahezu unendlich Möglichkeiten, nach der Liga noch weiterzumachen. Das ist ja, oh Gott, Zubat. Das ist einfach Wahnsinn. Das Boxensystem halte ich dennoch für das eine der schlechtesten, die es jemals gab. Aber das ist nur meine Meinung. Nee, ist eigentlich nicht nur meine Meinung. Ich weiß, dass Jan das ebenfalls so empfindet. Naja, trotzdem, das tut den Ganzen keinen Abbruch. Ein schönes Spiel, mir hat das Projekt Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin doch ehrlich gesagt froh, dass es vorbei ist. Weil es war... wirklich, wirklich anstrengend. Es war schön, aber anstrengend. Und ich streng mich ja gerne an bei sowas, das heißt mit anderen Worten, das ist natürlich noch nicht gewesen. Also für Hard Gold war es das auf jeden Fall, aber ich kann ja schon mal erzählen, was noch kommen wird. Es wird noch eine Wedlock kommen zu Pokémon X, allerdings nicht sofort nach dieser hier und auch wieder mit etwas anderen Regeln. Etwas, zieh die Zügel ein bisschen an, sage ich mal. Auf jeden Fall, nach diesem Projekt ist erstmal nicht. Die X-Wedler kommt erst nach dem Projekt, was nach diesem hier kommt. Und zwar gehe ich mal ganz, ganz viele Schritte zurück. Wir spielen einen absoluten Klassiker. Ich sag nur nicht was, das dürfte ich denn selber erraten. Allerdings, ohne Nuzlocke-Challenge, ohne Wedlock-Challenge. Wir spielen es einfach ganz normal durch, einfach so der Nostalgie wegen. Ende. Das ist, ich war noch gar nicht fertig, du kannst doch nicht einfach beenden hier, wo ich noch, egal, ich rede einfach weiter. Jedenfalls,
Das Projekt wird aber nicht gleich morgen starten. Wir haben jetzt Dienstag, ne? Dienstag, ja. Das Projekt startet wahrscheinlich, ich sag's nochmal gerne, wahrscheinlich nächste Woche Montag. Kann vielleicht schon vorher, aller spätestens nächste Woche Montag. Wir lassen jetzt erstmal das Ende auf uns wirken und ich möchte jetzt ehrlich gesagt ungern mit einer traurigen Melodie dieses Projekt hier outfaden lassen. In Gedanken an Celi und Les. Bevor ihr euch wundert, dass ihr nichts mehr kommt. Aber Leute, wie gesagt, es geht weiter. Nächste Woche Montag spätestens mit einem neuen Pokémon-Projekt. Seid gespannt. X-Bredlock kommt danach, hat er schon mal, also nach dem, was danach kommt, nochmal so betont. Und ich würde sagen, ihr könnt jetzt gerne nochmal sagen, wie ihr dieses Let's Play fandet oder generell, wie ihr das Spiel fandet. Kanntet ihr das Spiel schon? Oder wart ihr so wie ich, so nach dem Motto, ich habe Gold gespielt, aber Hardgold? Nö, niemals, keine Ahnung. Oh, ich bin gerade, fällt gerade so eine Last von mir. Ich bin so erleichtert, dass das geklappt hat, Leute. Oh, egal, also nein, nicht egal. Der Preis war hoch, aber wir haben's. Wir haben's, verdammt nochmal, nach 106 Parts. Nur Mystery Dungeon war länger mit einem Part mehr. Aber ich weiß nicht, zeitmäßig könnte das trotzdem länger sein. Auf jeden Fall egal. Ich rede mich um Kopf und Kragen, Leute. Danke. Vielen Dank, dass ihr da zugeschaut habt, die Daumen gerückt habt. Doch das war's jetzt erstmal im Pokémon Heart Gold Nuzlocke Challenge. Nicht für heute, sondern generell. See you next mission.